So, hi Leute, ich bin's wieder. Heute geht's jetzt nicht mehr um Gemüse oder dergleichen. Also erstmal guten Tag alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Gemüsegärtner und mache heute mal ein ganz anderes Video. Und das will ich mit euch teilen. Ich möchte heute diesen hochgebrannten sozusagen oder hochgejubelten Duft von Louis Vuitton ich weiß nicht, diese Französische, ich kann das gerade nicht richtig aussprechen. Imagination kann ich besser aussprechen. Mit euch testen, und das Paket von UPS ist gerade gekommen. Und ich möchte mit euch dieses Paket gemeinsam öffnen. Ich war schon mal so neugierig, habe schon mal reingeguckt. Nicht wundern. Und ich hoffe, wenn euch dieses tolle Auspackvideo gefallen haben sollte, lasst gerne ein Abo da. Und ich würde mich freuen, wenn wir zusammen das Paket öffnen. Ich weiß nicht, also ich kann es wirklich nicht auf Französisch richtig aussprechen, aber es ist auch nicht so schlimm. Ich will euch mal das Paket zeigen, das sieht Bombe aus, wenn wir aufmachen. Also das ist richtig edel von Louis Vuitton sozusagen. Das werdet ihr jetzt sehen, genau. Ich freue mich mit euch das jetzt zu machen und los geht's zum neuen Video. Auf meinen Channel natürlich. So, das ist jetzt wirklich was ganz Besonderes, finde ich. Ich habe noch nie ein Louis Vuitton-Paket bekommen. Ich wollte unbedingt diese Luxusmarke auch mal haben. Und dieses Imagination ist ja also ein richtig hochgehyptes Parfüm. Und das will ich mit euch natürlich zusammen. Naja, wie ich hier schon euch gezeigt habe, habe ich das schon geöffnet auf den Seiten. Ja, ich gucke gerade mal, ob wir auch genug Licht bekommen, damit es auch scharf genug ist. Jetzt passt auf, was hier passiert. Ja, ich glaube, ich werde es mal drehen, das Licht. Jetzt nehme ich das Licht ein bisschen weg. Also das sieht richtig toll aus. Also es sieht richtig hochwertig verpackt aus. Das kann man mal nicht anders sagen. Und ja, wie sich das für Louis Vuitton verhält. Ja. Die Marke ist ja seit über 200 Jahren richtig gut, sozusagen. Also sie hat bis jetzt kein schlechtes Image erlitten. Und wenn ich das hier so sehe, kann ich das nachvollziehen. Also das ist der absolute Hammer. Ich gucke gerade nur, ob ihr, ich stehe mit meinem Schatten nämlich im Wehe, das ganz gut sehen könnt. So ist es vielleicht am besten. Also hier ein richtig schönes Geschenkpaket. Nehmen wir das mal raus. Ja, das sieht doch richtig geil aus, oder nicht? Hier ist wahrscheinlich ein Kärtchen mit einem Spruch drauf. Mal schauen. Wow, das ist richtig, das sieht richtig Hammer aus. Also da bekommt man was für sein Geld auf jeden Fall. So, sehr schön. Jetzt mache ich kurz mal Stopp, um das da kurz mal rauszufriemeln. Nee, wie ich sehe, wir können es gemeinsam öffnen. So, mal gucken. Aha, hier lässt sich der Knoten lösen. So, dann wollen wir mal in dem Päckchen, also hier mal reingucken, was da drin ist. Also ein kleiner Briefumschlag auf jeden Fall. So, mal gucken. Ja, sieht richtig niedlich aus. So, ich musste gerade ein bisschen cutten, weil das hätte ewig gedauert, bis ich diesen Brief. Ja, da mache ich kurz mal kurz Stopp. Das hier scheint wohl eine Art Duftprobe zu sein. Also wenn ich da später mal raufsprühen möchte und mal wissen möchte, wie der riecht. Aber es ist trotzdem niedlich gemacht, also so in den Umschlag, das so reinzulegen. So, und jetzt geht's weiter. Gucken wir mal, wo sich das hier öffnen lässt. Na, ja, da mache ich kurz auch mal einen Cut. Da muss ich auf jeden Fall in der Mitte jetzt ran. So, jetzt haben wir soweit schon mal geöffnet.
das ist einfach nur toll, wie das gemacht wurde. Also es ist richtig ansehnlich. Mal gucken, ja, was das hier ist. Hier sind mehrere Briefumschläge. Da gucken wir mal kurz rein, vielleicht ist da die Rechnung drin. Also sieht richtig hochwertig aus, alles allgemein. Also das ist richtig schön. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen. Da ist jetzt wieder ein Papierchen. Boah, wieder nichts drauf. Ich weiß nicht, was das genau sein soll, aber es ist nicht schlimm. Es ist wie bei dem Briefumschlag. Ja. Dann scheint hier aber wohl die Rechnung drin zu sein. Das ist Wahnsinn. Gucken wir mal. Ach, genau, der Retoureschein. Sollte mir das nicht gefallen, genau. Also wenn mir das nicht gefallen sollte, aber es würde mir gefallen, weil ich habe ja mich dafür schon längst entschieden. Aber es ist nur für die Leute wahrscheinlich, die sich da vielleicht falsch entschlossen haben. Aber ich habe mich richtig entschlossen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Louis Vuitton. Unsere Produkte werden von erfahrenen Handwerkskünstlern aus den exklusivsten Material angefertigt. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt. Entdecken Sie Ihren persönlichen My Louis Vuitton-Konto und unserer Service und laden Sie die Louis Vuitton-App herunter, um weiter exklusive Vorzüge zu genießen. Die haben sogar eine App? Gut, die werde ich mir auf jeden Fall mal runterladen. Hier ist der Umtausch und Widerruf. Okay, da ist beides drin. Gut, die haben dafür gesorgt, dass alles dabei ist. Und jetzt geht's zum eigentlichen Duft. Wahnsinn, ist das schön. Und jetzt geht's. Los. Ja. Das ist wahrscheinlich dann Seidenpapier, weil das sich ganz seidig anfühlt. Gucken wir mal. Ja, was sehen wir denn da? Wir haben zwei Louis Vuitton Pröbchen bekommen. Gucken, 2 Milliliter, also sind das, also wir haben 2 4 mal Milliliter. Ach, das sieht alles richtig gut verarbeitet aus, Leute. Richtig schön. Steht gerade City of Stars. Ah, okay. City of Stars. Das ist ja ulkig. Imagination auch als Probe. Obwohl ich Imagination als Parfüm gekauft habe. Aber. Alter, das ist ja. Ist das richtiges Holz hier? Nee, das ist es nicht. Aber es sieht wahnsinnig gut gemacht aus. Was ist hier noch alles drin? Wartet mal, Leute. Da ist noch was drin. Ne? Ja, allein der Karton, der ist sehr hochwertig gearbeitet. Also mein lieber Mann. Also nee, da war nichts weiter drin. Also genauso sieht das halt das Leere aus. Also sehr hochwertig verarbeitet. Also nur zu empfehlen. Jetzt verstehe ich, wieso die Marke so gehypt ist auf jeden Fall. Ich mache die Proben dann noch mal da rein. Geil, das ist einfach nur genial. So, jetzt zum eigentlichen Parfüm. Guckt euch das an. Ist das nicht schön gemacht? Selbst das hier. Genau wie aus dem Laden, so wie ich es probiert habe. Und das Beste ist, man kann die nachfüllen lassen. Da habe ich ja die Informationen bekommen von vor Ort. Also, richtig klasse. Jo. Made in France. Also richtig auch aus Frankreich hergestellt. Genau. Geh mal kurz, damit man es immer noch besser sehen kann. Es geht sogar noch weiter, Leute. Toll, toll. Das ist genauso, wie ich das bei den anderen Leuten auch gesehen habe. Dieser Hüllschutz. Ich gucke mal, ob man es hier am besten sehen kann. Das ist einfach nur Hammer. Also wie das allgemein verarbeitet wurde. Das ist einfach nur der Hammer.
Also deswegen, dafür bekommt man was geboten für sein Geld, aber ordentlich. Ja. Auch wenn die Preise angehoben haben, wie andere das erzählt haben. Aber trotzdem, das sein Geld ist es auf jeden Fall das wert. Also auf jeden Fall, da geht man für arbeiten, um das zu erreichen. Also es ist einfach nur toll anzusehen. Jetzt gehen wir mal an den Parfüm ran, also wie es aussieht. Und natürlich Silber. Das habe ich noch vergessen. Louis, da ist das Parfüm, was wir uns auf jeden Fall mal anschauen, genauer. Das ist auf jeden Fall ein Elektro. Nee, Elektro, das ist so eine magnetische Haube, die lässt sich dann einfach abziehen. Und so habe ich es im Louis Shop gesehen, genau so. Also, genau. 100 Milliliter sind das. Und genau. Jetzt müsste ich mich kurz nochmal umstellen, damit wir das gemeinsam sprühen können. So. Und jetzt hoffentlich kann man es hoffentlich ganz gut sehen. Ich versuche es mal so zu zeigen. Es ist toll, also diese Marke zu bewerben. Ich liebe diese Marke einfach. Sie hätten das schon seit ein halbes Jahr angetan. Jetzt habe ich sie endlich. Und hier kann man das sehen. Und jetzt hier, pass auf. Eine richtig schöne magnetische Haube. So. Dann werden wir mal austesten, wie es ist. Wow. Zitrus, Bergamotte und Tee, ein leichtes Teearoma. Ach, das ist der Hammer. Also das ist so intensiv, kann ich euch sagen. Das ist absoluter Hammer. Also das kann ich nur empfehlen. Was rieche ich noch raus? Ich rieche dieses Guayaka-Holz leicht raus und dann noch diese anderen Nuancen, da wo ich mich nochmal belesen habe. Also so richtig leichtes Parfüm und nicht so stark ist, was so stark reinschlägt. Das ist nicht, das ist richtig angenehm. Machen wir es nochmal vorsichtig. Das ist so genau Bergamotte, Zitrone. Ja, und da kommen mehrere Nuancen zusammen. Und das Tolle ist, man muss den Duft noch ein bisschen einwirken lassen. Dann kommen noch mehrere Farbpigmente, also Duftpigmente raus, die man dann später riechen kann. Also einwandfrei. Also es ist nur zu empfehlen, dieses Parfüm. Imagination, sage ich einfach mal. Also es ist ordentlich was geboten worden. Also für dein Geld ordentlich. Kann ich nur empfehlen. Nur empfehlen. Und das Beste ist, wie gesagt, man kann den dann in der im Louis Store sozusagen auffüllen lassen. Da kann man vielleicht auch fragen, welche Sorte man noch als nächstes haben möchte. Da kostet der Duft dann übrigens nur 140 Euro. Das ist erst am Anfang mit den Flakon, weil das hier alles sehr hochwertig verarbeitet ist. Dieser ganze Flakon hier. Und wenn man will, kann man sich das hier sogar auch noch rein manövrieren lassen oder reinmauern lassen, also seinen Namen und so hier unter den Namen. Also wurde mir zumindest gesagt und ja, wunderbar. Also das ist ein richtig toller, intensiver Duft. Nur empfehlen. Louis Vuitton, ein Traum. Wenn ihr sozusagen noch weitere Videos sozusagen von mir haben wollt, in Zukunft, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns in einem der nächsten Videos mal wieder. Bis dahin, euer Nico, also euer Gemüsegärtner, obwohl es hier mit diesem Video überhaupt nicht zum Gemüse gegangen ist, ist aber auch egal, weil das wollte ich mal machen, dieses Video, und jetzt konnte ich das endlich mal machen. Genau, bis dahin, euer Gemüsegärtner. Ciao, ciao.